Ihr möchtet aufnehmen oder streamen und wisst nicht, wie ihr es genau macht, dann bleibt dran, ich erkläre es euch heute. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Erklärung, wie ein Tutorial, wie zu. Heute geht es um das Thema vom Smartphone auf OBS zu streamen oder dann aufzunehmen. Ja, wie klappt das? Ich habe eine Lösung von vielen, die relativ gut klappt, aber nicht jeder kann das so super gut anwenden. Bei mir ist das jetzt mit Smartphone und mit Discord und ja, erzählen. Und ich bin auch schon vorbereitet. Ich habe euch hier in der anderen Kamera mein Handy. So, aktuell sieht man erstmal noch mein Startbildschirm. So, wir möchten hier einmal auf Discord. Discord ist bei mir hier einfach. Brauche ich mal kurz eine Sekunde. Okay, wir möchten als allererstes erstmal in den Studiobereich. In den Aufnahmekanal müssen wir rein. Wir den ihr Stumme schaltet beitreten, weil sonst gibt es ein Echo mäßig. Und da jetzt sieht man hier schon an, ich bin drinnen. So, ich bin in der ganz normalen OBS drinnen. Ich mache das bei mir immer so, ich habe einen Zweit-Account, mit dem ich dann mit reindienen werde oder den mit reinnehmen werde, der ja mit in Aufnahmekanal drinnen ist. Man kann echt auch so sagen, der andere Account hat Rechte, und dann kann man ihn auch leichter verschieben. Ihn verschieben in den Aufnahmekanal. Dann gehe ich hier einmal wieder raus und gehe auch in den Aufnahmekanal. Auch stumm. So, dann klicke ich auf den Aufnahmekanal und ich sehe hier zwei Bilder. So, ich kann auch sagen, ich kann jetzt sagen, ich gehe hier in Vollbild und ich möchte jetzt vom Handy aus streamen. So, erstmal muss ich meine Kamera einstellen. So, und dann muss ich auf nochmal raufdrücken und auf dieses Übertragen klicken. Und da stehe ich auf jetzt Start. Kamera nochmal wieder aus und gehe hier auf Stream anschauen. Mitglieder ausblenden, das will ich auch immer. So, was man auch immer machen sollte, die Maus dann nicht mehr in den Fenster haben, weil jetzt passiert eigentlich alles nur noch automatisch. So, da heißt, wir haben Discord da fertig, wir den in den Home-Bildschirm. So, da heißt, wir sind hier. Und ich gehe dann echt zum Beispiel auf irgendein Spiel und da gehen wir jetzt mal auf Payday, wird somit schon mal übertragen. Jetzt brauchen wir noch den Ton. So, den Ton vom dem Tanz, vom Spiel. So, das müssen wir jetzt noch in OBS. Wir haben jetzt den Spiel, die Fensteraufnahme. Ich zeige euch mal, was in OBS so passiert. In OBS haben wir, so, da heißt, wir haben hier unseren Bildschirm, der aufgenommen wird. So, wir den hier erstmal auf, ja, hier unten einmal auf Fensteraufnahme. Ich gehe euch mal in Studio-Modus. Dann schalte ich das da mal aus. Und dann seht ihr hier, das ist das Spiel. So, das Mikrofon,
Das spreche ich daran auch schon rein. Und dann kann ich sagen, ich möchte noch ein Ausgabedreh drauf haben. Und das wäre in dem Fall mein HDMI-Signal. Jetzt wurde ich erkannt. Jetzt haben wir dieses HDMI-Signal schon drin. Und hier sieht man, es schlägt etwas aus. Und das ist die Musik vom Heyday. So, die mache ich immer ein bisschen leiser. Die soll ja nicht übertonen. Und dann hört man ihr schon den Ton. So, das Gute ist, ich höre den Ton einmal hier am Spielbett oder auch nochmal über meine Kopfhörer. Das heißt, ich habe den Sound von den HDMI einmal in Discord gebracht und einmal auch meine Kopfhörer. OBS greift den Signal von dem HDMI-Signal, den Kopfhörer-Signal ja ab. Und in OBS ist das so eingestellt, das sind die Ausgabegeräte, die bei mir hören an den Kopfhörer. Ich höre die an OBS drinnen und wenn man super genau zuhört, habe ich das in Heyday auch nochmal, aber minimal leiser. So, daher hier im Mikrofon nicht so stört. Das sieht man kein Ausschlag. Und genau das ist das, was dahinter ist, relativ einfach. Man muss, was braucht ihr überhaupt? Ihr braucht zwei Discord-Accounts, ihr braucht ein Smartphone und einen Server. Einen Server, zwei Discord-Accounts, ein Discord-Account fürs Handy, ein Discord-Account fürs PC. Und alles andere macht ihr in OBS weiter. Und mehr ist da eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann geht ihr schon auf Aufnahme streamen. So, da ist gerade mein Handy aus. Ich würde damit sagen, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr echt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr andere Möglichkeiten, dann schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Weil dann lerne ich vielleicht auch noch mal irgendwas. Man könnte da auch mit Kabel dann an Monitor, vom Monitor den Kabel wieder alles abgreifen. Finde ich aber ein bisschen unständlich. Weil so ist das eine mobile Verbindung, die hier, ich kann echt mobil übertragen. Ohne, ja, man könnte noch sagen, ich gehe von 720 auf Full HD in Discord, dann passt das auch alles. Überträgt Sound, Spiel und meine Stimme wird separat aufgenommen. Und genau das wollen wir ja haben. Mehr brauchen wir ja nicht. Und wenn man mehr haben möchte, dann macht euch ein bisschen schlau, tut ein bisschen herum experimentieren und dann sieht man ja schon, was ihr machen könnt und was nicht. Ja, und damit sage ich, das war's jetzt schon wieder und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal, wenn ihr Themenvorschläge habt. Sie in die Kommentare, dann wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich sage damit erstmal schönen Abend, macht gut, bleibt gesund, bye bye.